Hallo und herzlich willkommen zurück bei Control. Ja, F, es gibt neue Aufgaben bei uns im Büro. Wir haben heute hier angefangen. Ist unser erster Tag, wir müssen uns ein bisschen beweisen. Wir müssen Kaffee holen bestimmt. Mal gucken. Ah, Kaffeetassen aufräumen, alles klar. Dann haben wir hier noch... Überbringe die Post, machen wir natürlich auch. Und was haben wir hier noch? Scanne die Formulare. Alles natürlich Sachen, die wir machen müssen. So, warte. Ah, Kaffeetassen sind hier halt überall. Guten Tag, ich hoffe, der Kaffee schmeckt Ihnen, lieber Kollege. Ich bin die Neue. So. Gut. Oh, das ist Dylans Traum. Dylan ist der Direktor. Ihre Post? Bitte schön, Ihre Post. 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 Oh Gott. Bitte schön, Ihre Post. 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 Was ist denn da? Oh, der Typ. Guck mal, ich guck mal weg. Da ist ein Tisch im Tisch übrigens, guck mal. Guck. Ein Tisch im Tisch, man sieht es da unten an der Kante. So. Hä, schon wieder räume die Kassen. Übernimm die Kontrolle, schon wieder Kaffeetassen? Post habe ich doch überbracht, überbringe die Post. Warum ist das jetzt wieder leer? Muss ich da vielleicht noch irgendwo? Ah, okay. Bitte schön, Ihre Post. 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 Noch mehr Kaffeetassen. Überbringe die Mission aktualisiert. Okay. Überbringe die Post des Direktors zu seinem Büro. Hey, ich wollte noch Formulare einscannen. Wo finde ich den Direktor? 100 Pro ist es Direktor Dylan. Hier ist es Trench. Aber 100 Pro ist es Direktor Dylan. Central Executive. Sorry. Director's Office, okay. Die neue Post des Direktors mitgenommen. Ah, Direktor Pixel ist es wieder. Guck mal. Die beiden kennen wir ja. Alles dank unseres Direktors. So viele gelöste Fälle. Trench ist großartig, aber... Are you sure you are not lost? Maybe you can find yourself in the director's office. Ja, da gehören wir eigentlich auch hin, glaube ich, ne? Es ist Trench, aber es sollte doch Dylan sein. Oh, great. I was just waiting for my mail. Just leave it on the desk there, please. So you're the new girl, right? Well, welcome to the bureau. We're glad to have you on board. And you should be proud. We do very important work here. Oh, and don't worry about starting at the bottom. I wasn't always the director, you know. My bureau career began as a lowly agent. Those were the days. I never dreamed I'd one day be sitting here, an old man in this big chair. Big chair. Like
they say, when you're pushed upwards, you end up out of your comfort zone. Schmollmund. Na gut, okay. Zachariah Trench, es soll doch Dylan sein, eigentlich. Hier ist Ihre Post. Please, take the outgoing mail as well. Thank you. Natürlich. Very good. Better run away. A lot of work to do. Important bureau business. What is happening? I don't like this. No, this isn't me. I'm not me. I can't. Why can't I feel you? Oh, I've forgotten something. I can't think. Oh, I'm lost. Oh, where are you? I can't feel anything. I don't want to be alone here. Where am I? What is this? Why won't it end? Wake up, please. I want to go home. Fine. Now get out of here. Schön Ihre Post. Bitte schön Ihre Post. Bitte schön Ihre Post. Bitte schön. You're late. Irgendwas sagt mir, da sollte... Also jemand sollte vielleicht nicht im Büro arbeiten. Ich weiß nicht. Ich will jetzt niemanden diskriminieren, ja? Also falls Zuschauer sich gerade angesprochen fühlen, eventuell. Aber fürs Büro ist dieser Dress eher nichts. Ist meine Behauptung. So. Diesmal will ich aber die Formulare scannen. Das habe ich nämlich vergessen. Letztes Mal. Ich möchte hier nicht so wirken, als ob ich, ne? Als ob ich lax bin. Als ob ich lax arbeite. Ich nehme meinen Job sehr ernst. Hier soll jeder... manche übernehmen sich ja heute komisch. Wahrscheinlich noch vor dem Kaffee. Überbringen die Post. Machen wir gleich. Warum ist hier ein Shelter? Guten Tag. Ah, Raucherpause. Ich sehe schon. Ja, im Shelter Raucherpause. Natürlich, da will ich... Ich will sie nicht stören. Falls Sie irgendwas brauchen, Kaffee, Zigaretten, irgendwas, ich bringe Ihnen alles. Ich habe heute meinen ersten Tag hier, ich versuche, alles richtig zu machen. Ihre Post, Ihre Post, Ihre Post. So, die sind gar nicht am Platz, aber ich bin trotzdem einfach höflich. Ihre Post, bitteschön, Ihre Post. Sehr schöne Mütze haben Sie da auf, sehr schön. Sehr gelungen. Bitteschön, Ihre Post, bitteschön, Ihre Post. So. So. Kaffeetassen? Ja, ich... Ja, ja, Moment, Moment. Ich hab's gerade gesehen da drüben. Oh, hier kann ich Formulare einscannen. Okay, gut. Ist sehr wichtig, dass immer das gleiche Formular. Wichtig immer, dass ich mir einmal drauf drücke nur. Okay. Wir müssen die 7230 mal scannen. Also ausdrucken. Damit jeder Mitarbeiter das auch kriegt. Das ist Memo B273. Da geht's um die neue Kleidungsverordnung über bunte Krawatten. So, haben Sie noch Kaffeetassen für mich? Haben Sie noch Kaffeetassen? Kein Kaffee gehabt heute, wie ich sehe. Haben Sie noch... Oh, haben Sie vielleicht noch Kaffeetassen? Ich sehe, Sie haben eine aufregende Nacht hinter sich. Jetzt hätte ich gerne nochmal gesehen. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob die Dinge hier so sind, wie sie scheinen. So. Da steht, scanne die Formulare, aber eigentlich drucke ich sie ja nur. So. Okay, sieht gut aus. Dann haben wir es aber auch geschafft. Dann ist es schon 8.02 Uhr. Da muss ich noch weitere 10 Stunden hinter mich bringen. So, endlich fertig. Ah. Gut. Oh, es ist furchtbar. Vielleicht, ich nehme mal. Der alte Direktor ist unstable? They must be working together,
Ich gehe mal zum Direktor. Hilft sie ihm, alles zu vertuschen? Was denn vertuschen? Es ist immer noch Trench. Jahrelanges Fehlverhalten des Direktors. Abstoßend. Zieht alles, wofür die Behörde steht, in den Schmutz. Was? Ziemlich fragwürdige Scheiße, was? Schon in seiner Post gibt genug Beweise, um ihn zu ruinieren. Aha. Und Leute Machtpositionen nicht zur Verantwortung zieht. Ah, interessant. You should keep trying. You are getting closer. I need to go inside. I need to keep moving. Ich move. We've been invaded. I must act. I have a plan. An answer. I'll take the slide projector to the nostalgia department. I'll turn it on. I'll bring the hiss in. I'll fix this. I can hear them plotting against me. We've been invaded, corrupted. I've lost Darling. He was the first to go. He's been exposed to Hedron's resonance. It controls him now. It controls everyone who wears the amplifier device. I ordered them not to use the damn things. They didn't listen. Hedron corrupted the Bureau. They'll never be people again. They're either dead or they're monsters. I'll stop them. I have a secret ally. The Nostalgia Department. I have my own slide for the projector. I took it. A memento. In ordinary. After the girl burned them. It's burnt, but it'll work. The hiss will save us all. I, lost my train of thought. It's confused. Somebody, you know, switching channels too fast. I see so much, but it's too fast. On the expedition through the slide, something got into my ear, and it hurt at first. But then it didn't. It started as a distant whisper, like something you hear in a dream. A faraway voice calling you to wake up. I'd open my eyes with those words still on my lips. See, in the dream, they had made perfect sense. But awake, they're like a foreign language. Already forgotten. Then the sense of loss hits. Like losing a child. Like losing yourself. You see, I was being taught a song. A poem. A prayer. That would light up my world and make me break through. Make all this pain worth it. Something once lost was found. And it made a home in me. A spring with waves carving me, making me see, and it grew until it filled me, and I receded deeper into myself, into this office, locked in this oldest house, which is my aging body. I stared in awe through the peephole, and I was filled with knowledge and made better. You know, I often feel like I'm being watched. Yeah, like there's someone watching me. They can see me, but I can't see them. I remember it was like this dream I had last night. See, there was this man,
here, in this very room. And then, well, sometimes he was a plumber, unclogging the drain, and well, because there was a fish stuck there. Yeah, a big fish. But sometimes he was an old god, you see, and he had put the fish there in the first place to keep the waste. There was rising waste from leaking out, so he was he was conflicted, but he knew many things, but he was also sort of senile, like me. It was more like a, it was like a riddle or an omen. It wasn't a very good one or an interesting one, but I get so confused so easily. It's so very hard to follow everything that's happening. So geht's uns allen gerade. Okay, ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Los Dialogos. Warte. Geht das hier auch? Mit dem Tisch? Nee, okay. Bitteschön. Nicht. I won't let them win. That's how it happened. The Hiss got Trench first. He turned on the projector. He let them in. I have to remember. The Hiss. The Hiss is the enemy. The Hiss burrowing in. I'm trapped in here. They're taking over. Bisschen? I'm not doing this anymore. What am I doing? Fuck this shit. I need to get to Trench's office. Yeah. I'm not your servant. I'm done with this. None of this is real. This is nonsense. It stops now. I am not your servant. Gut, aber die Briefe? None of this is real. Okay. Na nu? I need to get to Trench's office. FBC? Mr. Bourne, fließt durch die Zeit. Das Dommerli verzerrt. Ah. Okay. Ich glaube, langsam finden wir zur Realität zurück, wenn ich mir die Gestalten so angucke hier. Hallo, mein Freund. Na? Geht's gut? Hi! Hallo, Dylan. Dilly, Dilly, Dilly mit der Brilli. Ja, hier hat sich einiges geändert. Okay, wir bringen mal die Post. Let's go. I will fight this. I will find a way to push them out. Okay, wir kriegen das schnell hin. Hey. Welcome back. I knew I chose a good assistant. Danke, JD. Der ist lieb. Hier sieht's jetzt sehr gut. I need my gun. The thoughts will solve so much for you. Happy as it comes. What a pearlfully yellow and red in the eye. Through a wheel of you in the early business, you may have my right. Leave your insides by his gourd. Push the fingers through the surface into the wet. And you've always been in the wind. You want this to be true. You are a worm through time. The thunder saw storch you. I know what I must do. Start at the beginning.
verdict is I should have seen it earlier. This is my mess to clean up. My fight. No one else's. I am the director. Sven, doch nicht jetzt! Mist. Entschuldigung. Hello! This is Dr. Casper Darling. I have a classified message for the director of the Federal Bureau of Control. I have sad news. Hedren is gone now, but it was not a source. It was a catalyst. Do you understand? You must go to my office, the endgame. It will be revealed. Ist das jetzt ihre Stimme auf Deutsch? Kann das sein? Aber hier ist es immer noch er. Du warst schon immer das Neue, du erzogen wahr sein. Wir stehen um dich herum, während du träumst. Du kannst uns fast hören, doch du vergisst. Das sind alles wir. Das passiert jetzt immer öfter. Du hast uns in deinen Verordnungen. Das ist jetzt nicht gut, ne? Das ist, glaube ich, nicht so gut. Geschäftsleitung. Ich will Post austragen. Auf die alten Zeiten. Wo war denn sein Büro nochmal? Hier ist die Geschäftsleitung, zentrale Geschäftsleitung, Direktionsbüro, Kantine, unzuschriebene Briefe, Kommunikation und Poststelle. Okay, ich gucke mal hier schnell hier rein. Oh, hier ist aber noch wer anders. Okay. Sonst sind wir es überall. Central Executive. Okay. Eins. Zwei. Drei. You're gone. Dead. I can't feel you. I can't. This is what Dylan wanted all along. But there is something. I can feel it, but I don't know what. The motel is a place of power, of change, a place to pass through, connecting everything. This is a dream inside my head. Why shouldn't it take me anywhere I want to go? Eine berechtigte Frage. Und in der nächsten Folge durchqueren wir das Ocean View Motel. Und da bin ich gespannt, ich bin wirklich sehr gespannt, wie es jetzt noch weitergeht. Ich weiß gar nicht, es ist irgendwie alles da ist und dann auch und die weißen Perlen sind gelb und rot und langsam habe ich dann auch, hat man dann gesehen, dass dann eventuell eine Pflanze bringt, das Leid und alles wird schön, weil die Welt ist eine Perle, die im Sonnenuntergang auch manchmal hat man das gesehen.